Ein herzliches Hallo und Willkommen für euch da draußen, ihr Lieben, hier bei den Legend of Farmers. Ja, das Team Farmworkers spielt Legend of Farmers. Wir spielen großes RP. Großes RP bedeutet also, wir sind hier auf einem 24-Stunden-Server und es geht richtig zur Sache bei uns. Ja, so sieht's aus. Ich bin hier gerade noch so ein bisschen am Düngen und muss dann gleich mal beim LU nochmal anrufen. Denn der muss mir den Preis sagen für die Felder hier. Was ich hier bekomme, was ich bezahlen muss und so weiter und so fort. So, das machen wir aber jetzt gleich. Ich fahre erstmal hier noch zu Ende. Und dann schauen wir mal. Wo stimmt die Straße mit? Das ist natürlich auch nicht so das Beste. So, genau. Ja, ihr Lieben, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Däumchen da. Würde mich freuen. Guckt bei den anderen mit rein. Und ja, seid einfach ein bisschen mit dabei. Live gerne auch Twitch, nämlich unter 21 Game World. Könnt ihr mich auch sehr gerne live beobachten beim Farmen und auch bei anderen Sachen. Dienstag sind wir dann immer so 22:30. Also vorher 20:30 machen wir entweder Farming Simulator oder irgendwelche anderen Geschichten. Ab 22:30 bin ich dann immer im Planet Zoo unterwegs und baue den chinesischen Bereich weiter auf. Da könnt ihr einfach gerne mal mit reingucken. Immer so ab 20:30 geht's natürlich rund bei mir auf dem Kanal. Genau, so sieht's aus. So, und jetzt rufen wir gleich erstmal schnell den Waldemar an. Ich gucke aber mal noch, ob das hier wirklich jetzt alles funktioniert hat mit dem, wie es soll. So. Mal schnell gucken. So, wir haben 100% gedüngt. 100% gedüngt. 100% gedüngt. Jawohl. So, rufen wir mal schnell den Waldemar an. Ach, komm schon. Hallo. Waldemar, grüß dich. Du, pass auf. Und zwar, ich rufe im Auftrag vom Bürgermeister an. Ja. Du hast mir doch, also ich soll dir mal durchgeben, ich bewirtschafte doch Felder für die Stadt, ne? Ja. Die 6, 7, 8 und 79. Und da soll ich dich fragen, du hättest irgendwie eine Liste, was die Stadt mir bezahlen muss. Jetzt kommt es ja aber auch noch, du hast ja für mich ein paar Arbeiten erledigt. Ja. Das sollst du irgendwie wegrechnen und genau, sollst mir irgendwie einen Betrag sagen, den ich dann den... Ja, aber nehmen wir heute, oder? Wie du es schaffst halt. Ja, heute nicht mehr. Ah, heute nicht mehr. Schade. Wenn, dann schreib mir das mal per E-Mail. Ha? Kann ich machen. Und dann schicke ich die Tage die Preise rüber. Ja. Gut, alles klar, machen wir so. Jo, bitte. Danke dir. Ciao. Jo, ciao. So, okay. Wird heute nicht mehr. Schade, schade. Ich habe gedacht, ich krieg heute noch ein bisschen Kohle. Denn Auszahlung der Stadt, also der Stadt, ist immer erst montags. Naja, gut, ist halt so. Ist ein bisschen meine eigene Schuld jetzt auch gewesen. Hätte ich mich mal ein bisschen mehr ranhalten sollen. Aber na gut. Wenn ihr die Folge seht, ist es ja sowieso schon Freitagabend, ne? Also das heißt, ja, haben wir noch ein bisschen. Ach so, halt. Jetzt will ich mal schnell gucken, ob hier schon gedüngt ist. 100%. Ja, hier ist alles gedüngt, fertig. Das ist sehr gut. So, und hier? Hier sogar... Nee, hier nicht. Gut, aber das ist auch nicht mein Problem. Das habe ich nicht gemacht.
So, gut. Das muss die Stadt im Blick haben. Nicht ich. Gut, sehr schön. Könnten wir dir das gleich mal... So, ach, siehst du, dann könnte ich halt gleich mal noch mein Dings holen. So. Zack, jawohl. Und zack. So. Dann würde ich sagen, holen wir gleich mal noch mein C-Dor ab. Also wir flitzen mal schnell rüber. Genau, und holen mein C-Dor. Das wird auch ganz cool, wenn der dann da ist, aber der... wird natürlich nicht mehr arbeiten, ne? So, rennen wir rüber. Oh, ich bin jetzt schon wieder kaputt, ey. Oh Gott. Ach, mal ein bisschen normal laufen. So, naja, gut. Na komm, jetzt müssen wir noch mal rennen. Gott, bin ich außer Atem jetzt. Oh, krieg richtig Kopfschmerzen. Oh Gott. Dann hat man einen Fußweg, ey. Toll. So. Hat er den doch hier? Nee. So, na los geht's. Boah. Ah, der läuft gut. Sehr schön.
Hat gar keine Blinker. Na gut. Sehr schön, sehr schön. Oh, das Ding fährt aber eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also, hat schon was. Ganz so schlimm ist der gar nicht. Der Traktor hier. So, aber den stellen wir auf alle Fälle, da müssen wir halt mal durchs Gebüsch fahren. Den stellen wir halt vielleicht wirklich mal unter dem Dings. So, ihr Lieben, und dann könnten wir eigentlich beginnen. Den Kies zu machen. Also die Kiesauffahrt. Das könnte man eigentlich machen. Könnte man ja eins versuchen. Komm, wir knären uns hier durch. Ja, komm. Ach, so. So. Das Ding muss natürlich erstmal noch ein bisschen nachlaufen. Wir könnten natürlich eins versuchen. Hier ist noch ein Stück Holz. Seht ihr? Wir könnten mal versuchen. Also hier machen wir auf alle Fälle eine schöne Kiesauffahrt her. Ich reiß das ganze Zeug mal. Wisst ihr, was wir machen? Mach jetzt erstmal den Traktor aus. So, wir probieren jetzt mal aus, ob wir mit der Spatenmaschine den Boden aufreißen können ein bisschen. Damit wir dann dort, weil das müsste eigentlich lockerer Motorboden sein. Da kriegen wir bestimmt was hin. So, genau. Gut, dann probiere ich das jetzt mal aus. So.
Na, es funktioniert doch. So. Sehr gut. Ah. So, wollen wir doch gleich mal gucken, wie es aussieht. So, gleich hier noch ein bisschen schön Kies hin. So, guck doch mal, das sieht doch gut aus. So. Gut. Schauen wir mal. So, hier die Dinger, die müssen wir noch irgendwie wegmachen. So, na seht ihr mal. Zack. Und das hier oben. Okay, das ist ja, das müssen wir irgendwie anders machen. Okay, na, ja, das kriegen wir schon weg. Gut, sehr schön. Aber ihr Lieben, wir haben erstmal auf alle Fälle eine neue Anfahrt gebaut. Die müssen wir natürlich noch hier ein bisschen auffüllen, ne? Das ist klar, das ist jetzt alles noch nicht ganz so perfekt, wie es sein soll. Das hier zum Beispiel stört mich auch noch irgendwie hier, die ganzen Blümchen. Aber nun gut, so sieht's aus, so ist es. Ja, und das ist schon mal der erste, die erste
wie soll ich mal sagen, die erste Geschichte, die wir hier geschafft haben, auf alle Fälle auf unserem Hof. Und ich freue mich natürlich, dass ihr bei der Entwicklung dieses Hofes alle mit dabei seid. Und das wird sehr interessant, glaubt's mir. Das wird richtig interessant. Bis dahin, ich bin aber erstmal raus, euer Sven vom GameWorld-Kanal. Tschüss und ciao.